Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Wasseranlage angefangen umzubauen und haben unseren Atomreaktor ein Level erhöht, was dazu bedeutet, dass wir jetzt ein bisschen mehr Strom produzieren können am Ende, was auch heißt eigentlich, dass der hier Stück für Stück gleich ein bisschen Energie dazu bekommt und somit unser Gaslager sich füllt. Die Anlage läuft noch gar nicht auf Vollleistung. Lustig, aber warum sind die so niedrig? Ist hier irgendwas eingestellt? Warum lauft ihr auf Volllast? Ihr nicht? Füllen die sich noch auf oder werden die leerer? Was ist denn hier los, hä? Gucken wir mal, ob die Einstellungen passen. Priorität auf Priorität. Und eigentlich läuft das Ding auch immer auf Volllast, ne? Ja. Interessant. Ja, solange das Ding läuft, würde ich halt sagen. Oder vielleicht, weil die sozusagen dauernd das durchschicken. Kann natürlich sein, dass die nicht genug Energie dadurch haben. Die können sich auffüllen, die Standarddinger nicht. That could be a problem. Und ich habe so viel mittlerweile wieder auf Lager. Holy shit, okay. Ich will mir überlegen, ob ich einen Bagger auf Kupfer setze. Sieht jetzt mit unseren Kupfervorräten aus sehr schlecht. Das finde ich nicht gut. Wir werden mal ein bisschen Kohle, Leute, abziehen. Ziehen wir die zwei alten... Nein, das sind die zwei guten Bagger. Stopp, lass die da. Nehmen wir zwei von hier und drei von hier. Und setzen das dann hier unten ein in die Gruppe. Zwei Bagger hier dazu, drei LKWs hier. Und dann kriegen die jetzt von mir mal den Auftrag hier. So, Leute. Weiter geht's. Ihr müsst mir erstmal hier noch ein bisschen Kupfer rausgraben. Da noch ein bisschen viel Schiss vor, das zu graben. Und hier dürft ihr auch nochmal weitermachen. Du musst halt immer so ein bisschen aufpassen, wo du hingräbst, ne? Ah, das mit dem Kupfer, ja, da muss ich vielleicht wirklich bald... Entweder muss ich sagen, ich grabe hier wirklich konsequent weiter oder ich gehe auf die nächste Kupferquelle, die wir ja hier hinten offen liegen haben. Also rein theoretisch super zum Angriff. Wie läuft es mit den Baggerarbeiten hier vorne? Ja, die haben noch ordentlich zu tun, würde ich sagen. Aber holy shit, schaut euch die Fläche an, die wir hier schon rausgegraben haben. Und jetzt haben wir mittlerweile alles hier vorne in dieses neue Gebiet verkippt. Was ja eigentlich in Zukunft eine Kupfer- und eine Kalkmine wird. Aber damit kannst du wesentlich mehr auch anfangen. Hier geht halt das Gold bis vor, weil du bist halt an jeder Mine aktiv am dran sein. Nicht schon wieder. Das machen wir heute aber echt. Leute, das machen wir heute richtig. Ich werde hier heute die Gesundheitsabteilung mal eröffnen. Das machen wir jetzt mal so, weil ansonsten geht das schief. So, schau mal, wir haben hier Plastik, ne? Lass mich mal kurz gucken. Wir brauchen medizinische Produkte. Schau, zwei haben wir schon erforscht sogar. Das ist Antibiotika plus medizinische Produkte. Wir können jetzt eigentlich als Stufe hinterschalten anfangen und dann sollte sich das Ganze ergeben. So, wir brauchen 12-12. Montage robotisch macht doppelt so viel. Wenn wir es robotisch machen... Ah, okay, also wir brauchen entweder zweimal jeweils eine Anlage davon oder eine damit und wir können 24 produzieren, was vielleicht fürs Erste sogar reichen sollte. Wir können ja notfalls sonst danach noch eine doppelte Anlage daneben schalten oder sowas. Also relativ simpel der Aufbau, würde ich jetzt mal sagen. Wir brauchen zwei robotische Anlagen. Die wir jetzt einfach mal hier so setzen fürs Erste. Dann eine Montage 3, die wir dahinter platzieren. Wo ich das so reichen sollte. So. Wenn wir uns das anschauen, kann ich hier doch normalerweise dann sagen, ich hätte gerne, dass du mir die Pinzetten machst. Kunststoff plus Stahl. Und du machst mir... Wait, ist das anders produziert? Could it be... Could it be, dass das nicht komplett gleich ist? Es wird in einer Chemiefabrik produziert. Und davon gleich 24 mit der Chemiefabrik 2.
Ja, wir machen normal, wir machen jetzt erstmal eine normale Chemiefabrik. Dafür brauche ich Ethanol. Ach, leck mich doch. Ja, scheiß Ernst. Ich kann Ethanol nicht anders produzieren, ne? Und Maisbrei kriege ich wieder nur durch Mais. Mais, den ich durch eine Mühle jag. Ach, come on. Gibt es kein Zucker? Kann ich durch Zuckerrohr produzieren. Das ist super. Ich wusste, hier gibt es einen Haken. So. Dann platziere ich das Ganze aber auch ein bisschen anders. So. Dann kann ich notfalls auf der einen Seite noch eine Montage 2 platzieren. Dann brauchen wir jetzt die Chemiefabrik. Was ist das denn? Ach, das ist Siliziumkristall irgendwas. Scheiß Drecksding. Ja. Das nervt mich gerade wieder ein bisschen natürlich, dass ich in dem Fall wieder irgendwas brauche, was die ganze Anlage wieder verändert. So, du, nein, du machst uns hier das hier und du kriegst dann den Auftrag für medizinische Produkte. Und dann kann ich notfalls das einfach doppelt schalten und das eine upgraden und dann sollte sich das Ganze erledigt haben. Wisst ihr, wie ich meine? Ich brauche halt für beides Kunststoff, was irgendwie so ist. Aber wenn ich dich ausschneide, flippe, ja, das ist ein bisschen umbauen, das wird ja kein Problem sein, so. Dann kann ich das Kunststoff aus einer Leitung hier ziehen. Machen wir mal ausschneiden. Wenn ich euch jetzt einfach so hinsetze, dann machen wir das jetzt wie folgt. Wir hätten hier gern einen flachen Aufzug. Den setze ich hier so hin. Genau. Da kommt ein flaches Förderband hin, ein simples, mehr brauchen wir ja nicht. Kann ich den so anschließen? Nice. Schauen. Dann flaches Förderband hier. Flaches Förderband hier. So, wo war der Stahl in dieser Leitung? Es gibt immer eins der Sachen, wo ich nicht mehr sicher bin, wo zur Hölle sie am Ende gelandet sind. Ich glaube, Stahl ist hier drüben irgendwo, ne? Irgendwo war der Stahl und das werden wir noch herausfinden. Wo ist Stahl? Goddammit. Stahl? Stahl! Hey, mein Freund! Gut, ich muss dich hier rauskriegen. Ein flaches Förderband. Genau. Bedeutet, ich kann hier einen flachen Aufzug hinsetzen, der rotated. Perfekt. Aber du bist. Ich muss dich flippen. Dann einmal hier schnell das Endstück abreißen. Ein flaches Förderband. Perfekt. So haben wir schon mal Stahl. Jetzt brauchen wir nur noch Ethanol. Warum Ethanol? Kann ich irgendwie ein... Na, guckt euch diese blöde Farm an. Jetzt braucht wieder 10 Kilometer Platz. Ich hasse es. Kann ich bei euch bei einer sagen, ich hätte gerne Mais? Einfach hier zum Beispiel sagen, ich tausche bei einer von euch Kartoffeln gegen Mais aus. Das ginge rein theoretisch. Dann würde ich, oder ich produziere Zuckerrohr. Das ist jetzt wieder die Entscheidung, nämlich, weil Zuckerrohr macht mit Zucker und Biomasse. Und Biomasse kann ich, glaube ich, nicht mit dem anderen zusammen verarbeiten. Ne? Das kann ich jetzt nicht einfach in den Mixer reinballern. Doch, kann ich auch. Weil die Sache ist, ich musste das ja trotzdem weiter verarbeiten, ne? Bedeutet, ich habe trotzdem dasselbe Problem die ganze Zeit weiter hier. In eine Lebensmittelherstellungsanlage mache ich aus Zucker und Wasser. Bedeutet, eigentlich ist Mais für uns einfacher, oder? So mal, by the way. Ethanol und Ethanol mache ich mit Maisbrei. Bei Maisbrei brauche ich... später Sauerstoff dazu.
Und das produziert wieder Kohlendioxid. Aber den Maisbrei kann ich beisetzen, wisst ihr? Das ist halt die Sache. Ich muss in der Mühle auch Wasser beifügen. Och. Mann, ihr macht keinen Spaß immer. Ich fühle mich verarscht. Warum pumpst du kein Wasser? Ah ne, er pumpt Wasser, okay. Weil was ist, wenn ich... Jetzt schau mal, hier fährt er wenig raus. Also entweder ich setze hier noch ein simples bewässertes Färmchen hin. Geht sich halt nicht aus. Dann müsste ich für eine komplette Reihe Wasser tauschen. Ja, müsste ich. Oder ich gebe irgendeinem Gebäude, was hier zum Beispiel doppelt Gemüse produziert, die Info, hey, du machst mir bitte jetzt noch Mais. So. Bedeutet, im nächsten Zyklus produziert diese Anlage Mais. Perfekt. Und dann machen wir den typischen Zyklus. Der filtert ja nur das raus, was ich raushaben möchte. Und dadurch, dass Mais immer raus soll, weil er nur ein bestimmtes Ziel hat, kann ich hier einen flachen, U-förmigen Sortierer einbauen. Der ist zwei breit und den setze ich genau zwei hinter das da. Geh weg, gut, okay, danke. Nein, U-förmige Sortierer. Flip, rotate. Einsetzen. Dann ihm sagen, das zu filternde Produkt ist Mais. Mais, dankeschön. Dann bauen wir dich fertig. Die erste Sache ist, die passiert. Es kommt in Schüttgutlager 2 Zwischenproduktionslager. Einfach for Safekeeping. Und gleichzeitig muss ich mich jetzt mal darum kümmern, dass wir nochmal schnell mit dem Handel medizinische Produkte rankriegen. Sonst wird es gesundheitlich langsam echt schwer. Er produziert zum Beispiel sehr viel Gemüse. Aber der Rest wird noch gut abtransportiert, das finde ich gut. So, dann wird das hier nicht auch, wenn hier doppelt reinkommen, dann... Man potenziert das Förderband auf die Menge, die ankommen kann. Da können zwei gleichzeitig reinkommen, wenn Leute machen, dann Förderband 2. Dann kommt die Funktionalität ein bisschen schneller durch, denke ich. Also vermute ich mal. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass das Gemüse so extrem überfordert ist. Können wir das Gemüse rein theoretisch auch hier reinsetzen? Schon, oder? Ja, rein theoretisch ja. Aber dann müsste ich halt dafür holy shit umbauen. So, was benötige ich von hier? Wait. Ich brauche Sauerstoff. Brauchst du allen Sauerstoff? Nee, ne? Du brauchst nur die Hälfte. Weil wenn ich eine Röhre vorlege und dann hier verwende, brauche ich auch nicht eine extra Anlage. Aha. Ich bin gespannt, wenn das hier das erste Mal was bekommt. Du müsstest ja jetzt eigentlich beim Weizen sein. Die Schätzung ist gut von der Produktionslage her. Komm schon, gib mir Weizen. Give me wheat. Wie bist du eigentlich eingestellt? Du brauchst keine Grünphase mehr, du kriegst auch von mir Mais drauf. Ich könnte mir zwar gerade voll in den Arsch schießen, aber dann tue ich halt wieder ausschalten, weißt du? Wenn ich einen Puffer habe, kann ich ja eh umschalten. Oder ich schick's halt zur nächsten Produktion weiter. Ich schick's denen ins System rein. Ich mache eine Zwischenstufe mit dem Filter und wenn der Filter sagt, ich bin überfüllt, schickt das zur Gäranlage rein. Fertig. Hat sich erledigt. Weil schon Benutzungszwecke haben wir für das Zeug so oder so unendlich. So, da kommt unser erster Mais. Schick. Wir haben 73 Mais von der Ernte bekommen. Und da mixt es sich genauso wie gewünscht eigentlich mit dem nächsten Kabel unter und es sollte sich gut durchziehen.
Vielleicht upgraden wir dich auch mal auf Stufe 3 und du bist gleich eh noch auf Stufe 3 auch zu auszubauen. Es kommt kurz der Panikmoment, aber trotzdem sollten wir relativ flott immer durchkommen. Es sollte das, oder die beiden sollten relativ flüssig laufen. Jetzt haben wir nur ein bisschen Stau aus irgendeinem Grund, weil wahrscheinlich da vorne jetzt noch Sachen dazukommen, die natürlich das komplette System überfüllen, ne, nicht mal. Aber ein Stückchen nicht schnell ist, Haschan. Jetzt hat er aber. Ne, warte mal. Lol. So. Das war noch Stufe 1? Ja, da haben wir eventuell einen kleinen Trader drin, du. So. Jetzt sollte das aber wieder flotter gehen. Ja, schauen, jetzt hat, passt es viel besser. Perfekt. Überhitzter Dampf wurde erforscht. Schick. So, und da kommt unsere erste Maismische daher. Super. Dann brauchen wir eine von diesen. Ich kann auch einfach das hier kopieren, oder? Dich hier? Wir machen hier einen Flip. Nein. Ausschneiden. Rotate. Ich kann doch bestimmt einfach sagen, ich hätte hier gern eine Rohrleitung 2, die von hier. Genau, perfekt. Und dann geben wir hier eine Maisanlage rein. Und stellen dich von Weizen auf Mais um. Und das zum Beispiel kann ich jetzt einfach gerade hier anführen. Zack. So, was ist denn das eigentlich? Das ist jetzt eine Flüssigkeit, ne? Ja. Bedeutet, wir müssen hier einen Flüssigkeitsspeicher 2 wieder zwischensetzen. Der das Ganze einmal einspeichert. Schon kommt die erste Maische raus. So, von der Maische müssen wir dann Sauerstoff über einen Gärtank zupumpen. Dann machen wir 9 pro Minute. Bedeutet, wir sollten dann. Holy shit, wo geht der denn? Magst du dich bitte aus dem Gefahrengebiet geben? Stimmt, wir pumpen ja eigentlich um. Deswegen hatten wir gleich mehr erwartet, aber da ist noch so viel im Background, glaube ich. Interessant. Der hat es umgelagert. Da war es Sache. Ja, dann lagert sich auch gar nichts mehr an. So, wir haben jetzt hier die ersten Maisbrei, oder? Jetzt kann ich einen Gärtank bauen. Gärtank. Wo bist du? Du bist wahrscheinlich hier irgendwie recyclingmäßig. Ich will immer nicht gerne. Da ist die Nukleare wiederum. Wiederaufbereitungsanlage. Schick. Die brauchen wir auch bald. Hä, bin ich blöd? Wo ist der Gärtank? Da ist der Gärtank. Gut. Dich schließen wir direkt hier an. Und dann machen wir eine Rohrleitung 2. Was ist das? Die setzen wir hier dran. Und dadurch, dass das eine Hauptleitung ist, ein bisschen am Rand entlang. Wegen der Anlage. Okay, ne, passt schon. Solange ich verstehe, warum, bin ich happy.
So, okay. Dann haben wir jetzt hier unseren Ethanol-Tank mit. Der dann hoffentlich wieder hier rückwärts einspeichern kann. Dadurch, dass du nur ein Maischebrei erzeugen sollst. Fuck! What the actual fuck? Wie viel Arbeit habe ich verloren, wenn ich nicht aufpasse? Holy shit! Wachstumsschub 3 bitte aktivieren. Kann ich nicht rein theoretisch sogar von Dörfern Dorfbewohner ziehen? 10 Bewohner. Ein bisschen Dorfbewohner nachholen. Wir haben trotzdem minus 130 Arbeiter noch. Haha, schöne Scheiße. Wir sind schon wieder im minus 3. Warum? So, jetzt lassen wir kurz gucken. Warum sind wir so extrem im Minus? Lebensmittel haben wir alle da. Es ergibt mathematisch ja nicht mal Sinn. Hä? Wait, hä? Oh. Strahlung. Warum Strahlung? Haben wir die nicht in einem Bunker drin? Ah, fuck, I know why. Oh. Ich sag dir warum. Pausieren kurz. Weil der Übergang aktiv ist. Wir haben viel zu viel Strahlung draußen. Also das da stört ihn. Simpel gesagt. Bitte schnell fördern. So, ich tue das gleich nochmal upgraden, während das noch gebaut wird. Aber ich glaube, das ist genau das Problem von uns gerade. Einfach zu viel Strahlung draußen, das macht sie negativ, weil es macht minus 1, was übel ist. So. Wir machen mal schnell. Dich auf Pause, dann können wir dich wieder aktivieren. Dann machen wir dich auf Pause und machen dich wieder an. So. Das war's Problem, glaube ich. Müsste jetzt Strahlung wieder besser sein? Ja. Wesentlich niedriger. Aber irgendwo noch da. Wait, warum gehen wir gerade so leer? What's the actual fuck? Wait, what? Hey, irgendwas verpasst? Hattest du kein Perso? Oh Gott, wir hatten kein Perso mehr. Gut zu wissen, dass der Tank bis gerade eben noch gehalten hat und jetzt die Energiespeicher noch anfangen, bis der wieder hochpumpt. Puh, das hätte jetzt schief gehen können. Warum fährst du eigentlich noch? Wait, what? Oh,
Aha, wir haben kein Personal dafür. Ja, okay. Ändert sich gleich wieder. Holy shit. Also ich muss endlich schauen, dass ich für das Zeug hier eine Endlösung finde. Ich habe zwar jetzt genug Lagerfläche noch fürs Erste, aber das wird trotzdem mir nachhängen wie Sau. So, du fühlst dich wieder, genau, richtig. Auf welche Personenpriorität stehst du? Eins. War ich so schlimm, wenig Dorfbewohner? Wir hatten zum Glück keinen Energieausfall und das reporte ich gerne. Wir sind positiv geblieben. Besorgen wir trotzdem von anderen Dörfern noch schnell ein paar Bewohner. Einfach um das Plus wieder schnell herzustellen. Ja, natürlich sieht es da nicht. Holy shit! So, ja, die kriegen gleich aber Arbeit dazu. Wir produzieren ja gerade wie am Fließband. Und gleichzeitig würde ich 1-2 Dorfgebiete vielleicht nochmal upgraden. Damit wir mehr kriegen. Vielleicht muss ich echt hier anfangen zu graben, die Kabel umlegen und dann gucken, was passiert. Nur noch ein bisschen Minus. Schau, wie viel Mais ich schon gesammelt hat über die Zeit. Holy. So, haben wir wieder 11 Arbeiter plus. So, wir produzieren jetzt Ethanol. Ich kann dich ja mal ein bisschen pumpen, einfach gerade auf die Schnelle. Das ist natürlich jetzt auch wieder negativ für die ganze Sache, aber ich will das hier ausnutzen, dass wir hier den Sauerstoff direkt anschließend haben noch. Weil es bringt uns natürlich trotzdem Plus. Wie wenig hat denn das gebracht, jetzt hier einen neuen Komplex hinzustellen? Holy. So, aber jetzt müssen wir natürlich... anschließend einen Anschluss machen für das da. Wir sagen, du hast Ethanol und du brauchst es bitte. Und dann müsste jemand das da oben aus der Anlage dann anfangen abzuziehen. Ist jetzt nicht viel, was wir produzieren, aber gesundheitstechnisch sollte uns das extrem unterstützen anfangen. Und fürs Erste wird ein kleines Stück Lager hier dazwischen gebaut, weil vielleicht wechseln wir wirklich bald auf 2. Ah, schau mal, ich habe eh nicht alles fertig gebaut, weil hier fehlt noch die Reihe. Damit unser Terraflop-Freund hier arbeiten kann. Ich sollte dich wieder pausieren, glaube ich. Wie scheint's, haben wir nicht mehr so viele Tonnen an Mikrochips da. Aber ein volles Serverlager, das finde ich super. Bedeutet, wir können dich... Oh, dich haben wir schon auf dem Maximum. Bedeutet, als nächstes brauchen wir ein anderes Ding. Wie viel cool Wasser machst du? 24. Du brauchst... 24 die Minute. Bedeutet, eine Kühleanlage reicht genau. Gibt er dann wieder 24 normales Wasser aus? Ja. Also rein theoretisch könntest du das irgendwo hinstellen mit einem Infinity Loop an Frischwasser, weil er eben wieder das normale Wasser zurückgibt, das kühlst du wieder runter und dann machst du wieder ein gekühltes Wasser draus. So. Wichtig ist aber, dass er hier dauerversorgt wird. Ansonsten kriege ich Panik. Ansonsten kriege ich massiv Panik. Gut. Okay, dann nimmt es mit.
Gestein wurde gerade abgeliefert, Leute. Wir brauchen das Kupfer aber da unten drin. Und ich sehe gerade eine Goldgrube, glaube ich. Und ich hoffe, die kippen das hier vorne hin, oder? Ja. Wir verkippen das eh um die Ecke in dem Fall jetzt. Asche an Kupfer wird wieder voll, bedeutet das Backup ist auch gut. Ich sehe gerade Kalkstein. Ja, hat wieder die Anlage geleert. Die kriegen halt wieder die typische Aufgabe, ein bisschen mehr zu graben. Das ist aber nichts Neues, davon haben wir ja zum Glück noch genug auf Lager. Aber ja, ich finde aber, dass wir gar nicht schlecht dabei sind. Also Ethanol wird produziert und die ersten Gesundheitsmittel, schick. Und genau das meine ich, das Ethanol sollte easy ausreichen für uns. Für das Ganze. Und für die Stufe 2 Medizin, das würde mich jetzt trotzdem interessieren. Dann sagen wir Ethanol und aus Ethanol machen wir Desinfektion, daraus machen wir Gesundheitsmittel. Und dann brauchen wir Antibiotika. Antibiotika wird wie hergestellt? Alter, da brauche ich ja Zucker. Ich will keinen Zucker, ich will keinen Zucker. Warum ist diese Gesundheit schon wieder auf Null? Kann jemand die medizinische Versorgung zuliefern? Bitte, das kriegt eine höhere Prio. Überhitzter Dampf, das ist super. Wir schauen uns jetzt trotzdem mal unseren Forschungstree an. Der schaut soweit aber sehr, sehr gut aus. Hier gibt es medizinisch 3 rein theoretisch noch. Dafür brauche ich Betäubungsmittel. Alter, und Morphin. Was kann ich denn dann beheben, bitteschön? Was kommt denn noch bitteschön für eine Krankheit auf? Solange kein Corona kommt, bin ich beruhigt, glaube ich. Mohn? Säure und Glas macht Morphin. Ammoniak, Fluorosch, Wasserstoff und Stahl macht Betäubungsmittel. Sicher. Und ich bin der Papst von... keine Ahnung wo. Holy shit. Mal schauen, wie Kupfer da wieder rauskommt. Schicke Sache. So, die produzieren aber auch wieder wie schön. Und das Vorteil ist, wir haben rein theoretisch die kompletten freien Flächen hier noch, die, glaube ich, noch ein bisschen tiefer gehen. Da haben wir noch einiges zum Forschen und rein theoretisch auch Stahl drunter. Wir müssten eigentlich die Kollegen, die hier aktuell alles verkippen, mal dazwischen setzen und das zukippen lassen. Weil hier sind so viele Ressourcen noch zwischen, dass wir das Ganze vielleicht nutzen sollten. Aber Leute, ich würde sagen, wir lassen das für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir gesundheitlich, glaube ich, ein bisschen stabiler stehen wie sonst. Denn jetzt sind wir ja selbstständig mal zum Glück mit Medizin versorgt. Holy shit, die Folge ist wieder abgegangen. Also, bis dann. Ciao.